Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Ich habe jetzt ganz kurz ein bisschen vorgespult, denn wenn alle pennen, ist es ein bisschen langweilig. Deswegen braucht ihr nicht dabei sein. Ja, Sarah macht hier alles kaputt. Das finde ich gut. Das kann sie reparieren, da kann sie auch nicht sonst sterben oder so. Ich lasse die halt nur nicht so gerne an Elektrosachen reparieren, weil dann habe ich ein bisschen Angst, dass die Bye-bye sagen und ja, nie wieder aufwachen. Ist nicht so mein Favorit, würde ich sagen. Aber egal. Ihr geht's sozusagen ganz gut. Sie kann gleich noch was für Essen. Ein Gericht nehmen. Dann kann sie mal jemanden anrufen. Plaudern mit... plaudern mal, du hast keine Freunde, oder? Nee. mit Mortimer. So, und wenn du das fertig hast, dann kannst du hier mal so im Garten gucken. Ja, alles ernt natürlich. Jäten geht nicht. An dieser Pflanze wächst kein Unkraut. Ja, welche Pflanze hatte ich denn? Ach da. Jäten und bewässern. Ich weiß, ich mache jetzt wieder richtig viel Arbeit, aber sorry, ne? Es tut mir leid. Unfreundliche Umgebung, was ist denn los? Unerfreulich, schlimm. Ja. Selber schuld, du hast das hier durcheinander gemacht. Jason, wie geht's dir? Du musst pinkeln. Und musst duschen. Und danach kannst du aber nichts machen. Aufstehen kannst du auch langsam. Naja, kannst du. Dann steh du auf. Ja, gut, es war ein bisschen früh, dass du aufstehst, weil wir sollten vielleicht warten, bis es fertig ist. Ja. Sorry, du kannst aber nicht. Sarah muss gerade rasieren. Schön, dass er wieder einschlafen kann, während seine Blase drückt. Sarah sollte sich ein bisschen beeilen. In 3 Stunden. In 3 Stunden pinkelt er in die Hose. Mach ein bisschen schneller. Wie weit bist du denn? Komm. Ist das dein Ernst? Dankeschön. Gut, 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 gut. Jetzt geh. Ja. Du säuberst ganz bestimmt nicht mehr. Nee, komm, steh auf. Hör auf. Nicht steh auf, sondern hör auf. Du stehst auf und gehst pinkeln. Geh doch! Beweg dich. Nachdem du es geplündert hast, geplaudert, kannst du säubern, duschen und wegwerfen. Tobi, wie geht's dir? Du bist immer noch müde, schläfst du auch? Und Hunger hast du ein bisschen. Das ist leer, deswegen kannst du Müll. Und dann kannst du dir ein Stück davon nehmen. Hat sich sehr lange die Hände gewaschen, muss man sagen. Hm, war ja nicht Weihnachten. Jetzt ist hier wieder Pop. Ehrliche Geschicklichkeit, Fähigkeit erworben. Weil er die Teile geplündert hat, ist es denn ernst? Ach, dadurch lernt man also Geschicklichkeit. Gut. Schön, dass ich jetzt auch erfahren habe. Warum gehst du eigentlich immer... Ich wollte gerade sagen, warum gehst du eigentlich mit der Sachen immer weg? Aber hab ich's ja gar nicht. Oh, Cardool! Ja, dann geh doch raus. Vorhin hast du... Ja, Soziales ist aber so runtergesunken mit dir. Okay.
Ich müsste eigentlich wieder glücklich sein, weil sie draußen ist. Ja. Spaß kann sie später haben. Wie gemein sich das auch immer anhört. Okay. So schnell erntet man ja auch. Und dann wird man erstmal 5 Jahre auf der gleichen Stelle stehen. Gut, sie kann danach eigentlich auch Fernsehen gucken. Jason, wenn du fertig bist, du musst ganz schnell ein Videospiel spielen, nämlich dass du ins nächste Level aufsteigst. Gut, okay, dann sollst du erst noch was essen. Das wäre doch ganz schlau. Ein Gericht nehmen. Und danach müsstest du aber eigentlich essen können, sagte ich und merkte, dass er dann noch jemanden anrufen muss. Denn er braucht ein bisschen sozial. Brigitte, so. Sie ist gleich Level 2 geworden. Finde ich gut. Jason Square Garden, da kümmern sich jetzt alle drum, außer Jason. Finde ich gut. Warum wartet sie immer so lange, wenn sie geerntet hat? Das ist echt ganz schön nervig. Gut, gehen wir wieder zu den beiden. Tobi macht gar nichts, er sitzt hier nur vor seinem Lernteller. So. Was machst du jetzt? Mach's Nickerchen. Kann sich auch eigentlich hinlegen, ne? Herr Schlockhoff. Dafür gibt's Betten. Kanal schauen. Comedy. Jason futtert und ruft dann ja jemanden an. Und sie arbeitet draußen an der frischen Luft. Sie könnte echt Gärtner werden, ne? Sie freut sich ja auch, wenn sie draußen ist. Ja, siehst du? Sie freut sich total. Okay, Telefon. Was ist los? Nichts? Okay. Dann nicht. Wer ist das? Hallo, wer bist du? Wer bist du? Ben Neeson. Ach, habe ich von meiner Seite gar nicht erkannt. Jetzt klingt das Telefon schon wieder. Das ist nicht meins. Ja, ich, ihr ist. Soll nicht seins? Und auch nicht seins. Hä, von wem gehört das Telefon denn? Von wem gehört das Telefon? Gutes Deutsch. Niemand kann ich gerade reinlassen. Sorry. Ich weiß nicht, sollten wir... Also Jason bleibt auf jeden Fall das, was er ist. Oder? Möchtest du das bleiben, was du gerade bist? Möchtest du ein Geek werden? Ja, möchte er. Er grinst ja schön in die Kamera. Tobi bleibt sein Koch. Und Sarah, ich weiß nicht. Wir können uns mal vielleicht ja mal umschauen, ob wir vielleicht auch noch einen anderen Job nehmen. Wir gucken ja nur mal. Wir müssen ja nicht gleich einen anderen nehmen. Wir können erstmal gucken. Wie Ben immer noch so vorne steht. Vielleicht wird es ja auch was anderes als Malerin. Lebenswunsch hat auch nichts damit zu tun. Sie möchte Seelenverwandte werden. Bei ihr hat es eindeutig was damit zu tun. Und bei ihm genauso. Aber bei ihr halt nicht. Und sie liebt die Natur. Also ich weiß nicht. Egal, gucken wir mal, ob wir vielleicht einen anderen Job für sie finden. Job suchen, dann solltest du erstmal jemanden anrufen. Sozial. Plaudern mit. Mortimer, immer noch. Jasons Telefon war's. Ist das denn ernst? Ich hab grad gepingelt. Geringet. Was auch immer. Warum habe ich jetzt 15 Euro? Was machst du? Okay. Mann, du musst Videospiel spielen. Musst Videospiel spielen. Ich hasse es, wenn das nicht, nämlich nicht will. Spaß.
So. Ich muss eigentlich gleich aufs Level aufsteigen. Ja, da ist er Level 4 geworden. Was ist seine Tagesaufgabe? Achso, hat er schon gemacht. Programmierfähigkeit muss er Level 2 werden, dann kann er Programmieren üben. Einmal Programmieren üben. Der Teller kann im Müll. So. Sie ist noch schön im Garten am Arbeiten. Ja. Warum lachen die sich immer im Schlaf halb tot? So wird das deine Energie. Ja, gut, du musst gleich weiter schlafen, aber erstmal gehst du pinkeln. Also pinkeln. Auch das tut jetzt nicht im Bett. Wo ich nur gesagt habe. Willst du Sarah wechseln? Sie genießt es, draußen zu sein. Gut, sie liebt ja auch nur die Natur, ne? Frische Luft, wegen Merkmal, liebt die Natur. Für Sims, die Natur lieben, gibt es nichts Schöneres, als draußen zu sein. Ja. Vielleicht sollten wir so ein Gartenkino einrichten. Ist ja eigentlich ganz cool, ne? Wenn wir das nicht in so einem... Gut, ich rede jetzt hier in den kalten Jahrzehnten, aber... Wir wollen nicht so im Sommer draußen sitzen. Vor so einem großen Kino-Bildschirm, Leinwand... Und einfach so was gucken, so Film oder Fernsehen gucken. Das wäre doch richtig geil. Also das wäre doch echt traumhaft. Aber gut, vielleicht möchte es auch jemand nicht, ne? Ist ja deren Sache. Nicht wahr? Okay. Kümmert dich hier ein bisschen darum, du machst das, was du halt immer gerade machen wolltest. Ja, stimmt, Programmieren üben. Obwohl, ich weiß nicht. Sollte Jason vielleicht doch Sportler werden? Sollte vielleicht einen von den neuen Karrieren nehmen? Also ich meine, klar, sein Lebenswunsch ist Geek, aber dafür muss er ja keinen Geek-Karriere, also keine Technik-Guru-Karriere einschlagen. Kann er auch wechseln. Ja, genau, 2 Stunden Programmieren geübt, finde ich gut. Du bist müde, und zwar extrem müde, dann solltest du vielleicht ganz schnell schlafen gehen, denn du musst bald arbeiten. Okay, 2 Tagen, ja. Ja, du musst halt nicht arbeiten. Gut, dann kannst du doch Programmieren weiter üben. Programmieren üben. So. Du musst in circa 1 Stunde bei der Arbeit sein. So, wie geht's dir denn? Kannst du durchschlafen? Ja, kannst du. Warte, du musst erstmal was futtern. Essen. Und zwar Grillkäse. So, Sarah kümmert sich weiter um den Garten. Du musst auch erst in 2 Tagen arbeiten. Deswegen kann sie sich gerne dafür auch Zeit lassen und trotzdem noch ihre Bedürfnisse auffüllen, ohne dass sie irgendwie Stress bekommt. Und ich finde, der Garten sieht echt ganz schön aus. Level 2 der Programmierfähigkeit. Perfekt, Jason. Das hast du gut gemacht. Fein. Ja, damit hat er alles abgeschlossen. Dann wird er wahrscheinlich befördert. Ja, Leistung ist auf volle Pulle. Programmierfähigkeit. Er wird auf jeden Fall befördert. Das finde ich gut. Auch so die Arbeit wechseln, dann kriegt trotzdem mehr Geld dazu. Also alles super. Sie hat ihre Arbeit auch getan. Sie muss nur die Leistung verbessern und dann hat sie es auch. Und er muss danach seine Tagesaufgabe ausfüllen. 6 Minuten bis zur Arbeit, ja. Das mit dem Essen wird wohl nichts mehr sowas. Egal. Tschüss, lieber Tobi. Viel Spaß bei deiner Arbeit als Koch. Ich hoffe, du kannst wieder ein paar Menschen beglücken mit deinem Essen. Jason muss
möchte trainieren, dann kann er draußen sich Liegestützen machen, den Rumpfbeugen machen und nochmal Liegestütze. Ja, guckt mal, der ist doch aktiv, der wäre doch perfekt als Sportler. Ne, Gärtner gibt's nicht, ne? Ne. Okay, dann bleibt Sarah das, was sie ist. Ist schade, dass es keinen Gärtner gibt. Muss man wirklich sagen. Also, ich wäre gern Gärtner geworden. Aber Jason wird auf jeden Fall Sportler. Der wird jetzt so... Ist das dein Ernst, Sarah? Warum sagst du die ganze Zeit Shine Like a Bitch? Was hat sie denn für ein Problem? Jason wird nachher halt ich lasse ihn noch eben befördert werden. Mit Geld bekommen und dann wird er seinen Job kündigen und sich als Sportler anmelden. Das wäre aber echt cool, wenn es die Karriere als Gärtner geben würde oder Gärtnerin. Muss man wirklich sagen, also das wäre cool, wenn sie das mit dem nächsten Patch mit reinbringen würden. Ja. Ich kann Sims spielen. Und danach sich auch hinlegen. Und Garner hat sich da gekümmert. Nicht wahr? Ja, denen geht's allen gut. Glücklich. Perfekt. Hat sich ein bisschen Entspannung verdient. Hat immer noch nicht genug Training. Was ist das denn für ein Problem? Dann, was kannst du machen? Training, Dehnen. Training, Rumpfbeugen. Training, Liegestütze. Training, Rumpfbeugen. Training, Liegestütze. Training, Dehnen. Training, Rumpfbeugen. Training, Liegestütze. So, okay, das war's. Ich hoffe, das ist jetzt hier genug Training. Ach, jetzt bist du auf einmal müde. Mach du halt ein bisschen deine Liegestützen und danach kannst du dich auch hinlegen. Jetzt? Los, jetzt bricht die Aktion. Dankeschön. Schlafen. So, er kann dann Training dann noch machen. Wenn sie hier ein bisschen... zockt. Und dann kann die da in sich hinlegen. Was macht sie da? Warum will sie da hingehen? Du willst den Spaß? Ja, gut. Du musst vorher noch auf der Welt gehen. Verwenden und dann auf Toilette schlafen gehen. So, er macht sich jetzt noch sein abendliches Training. Also Toby wird auf jeden Fall Koch. Der muss auf jeden Fall Koch bleiben. Denn er liebt Kochen. Der Lebenswunsch hat auch was mit Kochen zu tun. Also ist perfekte Koch. Jason hat so gespaltene Persönlichkeit. Halt einmal Geek und einmal Sportler. Und ich denke, Sportler wäre der bessere Job für ihn. Dann können wir auch mal gucken, wie das so mit den neuen Jobs ist, die eingeführt wurden. Ist ja auch ganz cool. Aber, ja. Hero. Oh, ist der Jason traurig. Muss auf jeden Fall jemanden anrufen. Um mit ihm zu plaudern. Brigitte. Die wird die ganze Zeit von ihm genervt, aber egal. Gut, dein Spaß ist voll. Also zumindest fast voll. Das reicht jetzt. Wenn du fertig bist, kannst du erstmal jemanden anrufen. Immer noch Mortimer. Besser ist nur, wie du bist. Geh vorne mal auf Toilette. Ja, aber ich fände es echt cool, wenn er Gärtner. Wenn Gärtner eingeführt werden mit dem nächsten Patch. Ja. Und Jason wird dann, wenn er befördert wurde,
Zum Sportler. Aber das würde dann erst im nächsten oder übernächsten Part passieren. Wenn jetzt ist der Part nämlich schon vorbei. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Sims 4. Ciao, ciao.